Und was diesen Kommandanten angeht, ich denke, ihm mit seinem Zustand behilflich zu sein, könnte uns sicherlich zum Vorteil gereichen. Aber er scheint sich des Problems ja nur teilweise bewusst zu sein. Das macht es schwierig. Allerdings könnte es uns das Wohlwollen aller anderen in der Kommandantur sichern. Und das ist dann doch einiges wert. In der Tat, darauf wollte ich hinaus. Nun, Manchmal haben kleine Gesten große Effekte. Herr Poltax, dies ist euer Spezialgebiet. Ich halte mich von der Todsauberei, sofern wie ich nur kann. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Mein Spezialgebiet sind Elementare. Mehr noch als meines. Und dann gucken sie beide irgendwie zu Amelmeer rüber und gucken sich dann wieder an. Irgendwer muss etwas tun. Naja, wir könnten auch die einfache Lösung ergreifen. Wir fahren nach Port Korath, sprechen mit Oderin. Das sollten wir vermutlich sowieso tun. Wir Ja. könnten wohl Seegardisting gebrauchen. Vielleicht hat er welche zur Verfügung zu stellen. Ja, während er auf die beiden Offiziere zugeht, deutet wohl Viborn mit seiner leuchtenden Zigarre in Richtung von Serpentilio. Was bist du denn für eine schwarze Bohnenstange? Ich? Oh, ich bin nur ein kleiner Bordmagier. Ihr wollt mit der Capitania sprechen. Verzeiht. Und dann trete ich so zur Seite ab. Ja, und der gehört außerdem zu uns. Bisschen Freundlichkeit schadet ja nicht. Muskelberg. Hast du noch was anderes als Muskeln? Ja, Naja. Sag jetzt nicht einen Verstand. Schlagring, sag jetzt nicht einen Schlagring, sag jetzt nicht einen Nein, Schlagring. der hat sich schon mit Jalan geschlagen. Das brauchen wir kein Partout. Ah, verzeiht. Wilbur tritt nach vorne, nimmt so ein bisschen den Arm von Viborn mit seiner glühenden Zigarre weg. Verzeiht, Kapitana, wir wussten selbstverständlich, dass ihr auch anreist. Kapitän hat uns selbstverständlich darauf vorbereitet, dass ihr kommt. Verzeiht das unhöfliche Übernehmen von Viborn. Nun, wie sieht die Lage aus? Wir nehmen an, die Kapitäne versammeln sich dort drüben. Wir haben natürlich auch eine Taverne, die hatten wir als erstes für uns eingenommen, aber als dann, nun ja, die Admiralin reinkam, haben wir dann tatsächlich es vorgezogen, für die Gesundheit des Kapitäns uns bei den Kugris zu sammeln. Ja, schon seit 2 Tagen hier. Also, wenn ihr die Admiralin tatsächlich nun besprechen wollt, dann findet ihr die Admiralissima Praedania in der Taverne gemeinsam mit ihrem Harkon von Sturmfels und auch die beiden Aranierinnen Pelliope von Rathmus und diese Fatima sind da. Und den Rest, na, den findet ihr hier. Nun, ich denke, wir werden uns mit allen besprechen müssen. Aber wenn wir nun schon einmal hier sind, dann wollen wir doch einmal Korragon Kugras aufsuchen. Ja, wie gesagt, Kugris ist drin und Hateral, gemeinsam mit der Irdre, Rafik ibn Dahmani ist da und Nadvenja von Zarstrand, die hat zwar ihr eigenes Schiff und war an der Seite von der Admiralissima, aber die hat sich dann auch nach einigen klärenden Gesprächen erst einmal wieder zu uns in dieses Kontor gezogen. Gibt es Streit mit denen, die in der Taverne sind, oder können wir sie dazu bitten? Die Admiralissima hätte fast auf Sanin geschossen. Und auf seine Tochter auch. Deswegen sind wir jetzt hier. Nicht schon wieder. Wie wäre denn Gut. sowieso mehr, würden wir es nennen, Unterkünfte zur Verfügung stellen müssen? Der Kugris hat eine ganze Menge Schlafplätze oben, die könnt ihr dann sicherlich auch beziehen. Alles ein bisschen, naja, guckt euch erstmal um. Wir rauchen noch einmal schnell auf und dann kommen wir wieder rein. Geht schon Na vor, wenn ja, ihr wollt. gut, dann dann bis gleich. weitermachen. Ja, ohne Meldung. Und so könnt ihr über die kleinen Stufen der Veranda ins Innere treten und seht, dass ja, Kugris es sich nicht hat nehmen lassen. Im Inneren, es gibt noch eine kleine Galerie nach oben, aber auch nach rechts und links weitere Räume. Es sind aufgebaut Tische mit zahlreichen Stühlen und ihr könnt ja, Magiertisch erkennen, wo Valpo Monsanares, Trismagena, die erste Bordmagierin und auch Mondinoya Montazzi sich wohl gerade unterhalten über irgendwelche magiephilosophischen Themen und einen großen Kapitänstisch weiter hinten am Kamin, wo ihr die angesprochenen Kapitäne auch finden könnt. Ah, Signorina, Signores, willkommen in meinem bescheidenen Kontor.
Wie schön, euch wiederzusehen. Ja, das ist Verhältnisse fast schon ärmlich. Hm? Es ist mir eine Ehre, euch zu begrüßen. Kapitän, küss die Hand. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Hä? Ja, Zulamin erreicht ihm die Hand und gesellt sich zu den Leuten da am Tisch. Rafim Korsun. Nun, wir könnten dort hinten einen Kindertisch aufmachen, aber lasst doch ein paar Stühle heranrücken und dann setzt euch zu uns an den Kapitänstisch, hä? Ein Moment. Abel Mier. Ja. Eins. Ich knall seinen Kopf mit voller Wucht auf den Tisch. Das ist der Großadmiral der Schwarzen Armada. Ja, und ich knall seinen Kopf. Obwohl, nein, die Schwarze Armada, fuck, der Fall. Er knallt seinen Kopf mit voller Kraft in den Haufen Koks, der da liegt. Beiße mir voller Wut in den eigenen Arm. Also, wenn du sowas wie Autoritätsgläubigkeit dann auch hast, also nicht als Nachteil, aber noch irgendwie in deiner Persönlichkeit verankert, dann ist das einer der wichtigsten militärischen Anführer zu See, die du irgendwie kennst. Ja, deswegen beiß ich mir auch gerade in den Arm. Arroganz 1 ist natürlich schon bitter. Ja, aber selbst Schock 14 reicht, Gott sei Dank. Ja, du darfst trotzdem dir den nächsten Tag darfst du auf alles mit einer plus 7 würfeln. Okay. Jo. Ich gehe derweil mal zum Magiertisch. Ich würde mich anschließen. Ja, könnt ihr beide auf den Tisch klopfen oder sowas und euch dann dazusetzen. Was macht Serpentilio? Guckt nach links, guckt nach rechts, entscheidet sich, wo er weniger gern sein möchte und schließt sich dann doch den Magier an. Du kannst dich auch an den leeren Tisch setzen, wenn du willst. Das Schlimmste, was an dieser Stadt passieren kann, ist eine schwarzberobte Gestalt zu sein, die alleine in der Ecke sitzt und ein Bier in der Hand hält. Gleich kommen Abenteurer und wollen eine Quest von mir. Es ist ja keine Kneipe. Ihr seid ja nicht in der Taverne, sondern im Kontor von Kugris. Basti, jede große Halle, in der getrunken wird, ist eine Kneipe. Ja, wohl nicht. Mach die Regeln nicht. Gut, dann setzt du dich an den Magiertisch. Was macht Voltax? Hab ich doch gesagt, ich war der Erste, der gesagt hat, ich gehe an den Magiertisch. Alles klar, gut. Ja, aber du bist der Letzte, den gesehen hat, weil kurz im Weine. Ja, gut, okay. Dann kann sich Rafim zu Zulamin stellen, wenn du magst. Du siehst, dass der Magiertisch gerade voll geworden ist. Kannst dich auch zu den Magiern setzen oder du setzt dich zu Wilbo und Viborn, die gerade mit ihrer Zigarre fertig geworden sind und wieder noch drin kommen. Nein, ich habe mir vermutlich, ich stehe da, sehe sehr unglücklich aus, aber halt einfach die Fresse. Weil ich dem Mann leider keine knallen kann, aber es eher gerne würde. Ja. Das kann man vermutlich aus meiner Körperhaltung auch rauslesen. Die verschiedenen Kapitäne klopfen kurz auf den Tisch, es wird dir zugenickt, Zulamin, und du kannst noch ein Kapitana von Rafik hören, der dich dann so begrüßt und ja, dann sitzt du am Kapitänstisch. Also, was ist da schon wieder mit Proya Daniel vorgefallen? Ja, sie war wohl nicht so gewillt, uns in der Taverne zu dulden, obwohl wir vor ihr da waren. Wegen dieser alten Geschichte mit dem Mittelreich? Weil ich ihr Flaggschiff, ihr ehemaliges Flaggschiff in meinem Besitz hab. Meuterei. Nun, und weil die Ehre, meine Tochter sich nun auch wohl mit der Stern von Beilung ihrem Oberbefehl nicht unterordnet. Ah, ich verstehe, da brechen alte Wunden wieder auf. Und neue. Ich dachte eigentlich, nachdem ihr zumindest einmal euch begegnet seid, ohne dass ihr euch an die Gurgel gegangen ist, wäre dies überwunden, aber da war ich wohl ein wenig voreilig. Na, habt ihr wohl bei eurer Admiralswahl, wenn ihr den Einfluss nehmen konntet, kein so glückliches Händchen gehabt. Aber ich will euch nicht kritisieren. Ich nehme das so hin und nun, ich werde mein eigenes Schiff so führen, wie ich es für richtig halte und freue mich, dass ich mit euch disputiere, Zulamin. Nun, hätten wir sie nicht gerettet, sähen die Dinge vielleicht anders aus, aber vielleicht auch anders schlecht. Also, wahrscheinlich noch schlimmer. Nicht wahr? Nun, das ist möglich. Wie schätzt ihr die Lage vor Ort ein? Diese kleine Stadt ist offensichtlich überfordert mit den ganzen Schiffen. Aber was können wir tun, um die Situation zu verbessern? Ja, ich habe noch einige Monate Zeit, bis es sicherlich in die heiße Phase geht. Ich werde mit meinen restlichen Schiffen, die der Armada von
Nun, dem großartigen Alanfa zur Verfügung stehen, eine Route einrichten, die uns mit all dem versorgt. Wir sollten auf das Geplänkel dieses Jünglings keinen allzu großen Wert legen. Er hat keine Verbindungen nach Alanfa. Ich glaube auch nicht, dass er uns wirklich viel Steine in den Weg legen kann. Aber wenn er sagt, dass die Nahrungsmittelversorgung gefährdet ist und an dieser Sache etwas dran ist, nun, dann ist das ein echtes Problem. Damit hat er selbstverständlich recht, aber wir sind nicht darauf angewiesen, dass er uns einen Platz zuweist oder dass er eine Handelsroute etabliert. Das werde ich schon selbst machen mit meinen Schiffen. Wunderbar. Dann haben wir dafür schon einmal eine Lösung. Dann, wie sieht es mit dem Hafen aus? Einer meiner Schwarzmagier hat ernste Bedenken angemeldet, was die Gefahr durch Dämonen und generell von Unterwasser angeht. Ja, das haben wir bereits gerade eben schon mit Rafik besprochen und auch mit Latvenia. Einen sehr guten Punkt, den ihr aufmacht. Korrekt. Wir werden uns mit zahlreichen Djinnim zu Wasser und auch zur Luft eine Verteidigungslinie aufbauen. Ebenso werde ich Effort darum bitten, dass er uns seine Kreaturen bereits jetzt schickt, so sie denn gewillt sind, in diesem Kampf mitzumischen. Wir werden eine starke Verteidigungslinie aufbauen. Gut, also ist das kein Ausschlusskriterium für den Hafen. Dann, wir sprachen über die Möglichkeit, den Hafen auszubauen. Was benötigt ihr? Tja, ich würde sagen, wir schlagen Holz am Wald. Ich sehe das Problem nicht. Auch wenn der Kommandant das angesprochen hat, dass es keine Lösung ist, aber wenn wir jetzt noch einige Monate Zeit haben, dann sollten wir jede Axt, die wir an Bord haben, nutzen. Noch vielleicht weitere Äxte, vielleicht auch Holzfäller heranbeschaffen, weil er von alanfanischer Seite aus, meinetwegen auch von Port Korat. Ah, sie, das können wir machen, Rataral. Nun, das Holz ist dann natürlich nicht getrocknet, aber ich sehe es auch nicht als sinnvoll an, dass wir Baumaterialien von weit her heranschaffen. Ja, währenddessen am Magiertisch, auch dort werdet ihr standesgemäß begrüßt, auf den Tisch klopfen oder auch mit Handreichen. Mondino Yamotazzi, der Horasier, Magister Magnus Klaubs Avantia, wird selbstverständlich auch Abel mir eine Visitenkarte über den Tisch schieben, so ganz wie es sich im Horasreich gebührt, damit er sich selbst nicht vorstellen muss, sondern alles auf der Karte steht. Ich würde ihm eine Visitenkarte zurückreichen, meine eigene. Ja, selbstverständlich. Aus Kulturen gedruckt, frisch. Ja, seine ist im Horasreich gedruckt, noch besser. Ja, sie ist sogar einparfümiert. Wie sich das meine eigentlich alle diese Druckerpressen her? Meine Herren, tiefgraviert. Da habt ihr schon mitbekommen, der Kommandant ist verhext. Also tatsächlich, dieser üble Geruch nach Zwiebeln, das kommt wohl von einem naturmagischen Fluch. Aber pst, das habe ich euch nicht erzählt. Sehr weiß das schon. Sehr interessant. Wir wussten das tatsächlich noch nicht. Wir haben uns noch nicht tatsächlich mit dem Kommandanten auseinandergesetzt, aber unser Kapitän sagte tatsächlich, dass er wohl wirklich übel rieche tut. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass es wohl ein anderes Phänomen gibt, dass die Stadt unter einer Aggression liegt. Wir hatten uns überlegt, ob es tatsächlich um ein astrales Phänomen handelt, aber wir sind wohl dazu gekommen, nach Klaps Avantia, dass es sich wohl nicht um ein astrales, sondern vielmehr auch um ein karmales Problem handelt. Oder es ist vielleicht nicht sogar ein Problem, aber es mag wohl all diejenigen Bewohner hier treffen. Sie sind allesamt sehr aggressiv. Dies könnte sich zu einem Problem für uns ausweiten. Schließlich planen wir, nicht geistig gewaffneten Mannschaften diverser Kriegsschiffe hier für einige Monate zu quartieren. Konnten wir die Quelle eruieren?
Non, Monsieur, wir waren, wie gesagt, gerade dabei. Aber wir haben in unseren wenigen Stunden vor Ort bereits festgestellt, dass es sich wohl hier im Süden gibt es wohl einige Ruinen. Die Ruinen von Miramat, die Stadt selbst ist seit, sagen wir, 400 Jahren besiedelt, also noch nicht sehr lange. Aber diese Ruinen sollen wohl schon vor dem Stirn von Elem hier gestanden haben. Vielleicht sind sie auch deswegen erst Ruinen geworden. Es soll wohl eine ehemalige Tempelstadt gewesen sein. Dies könnte Ursprung für diese dieses karmale Phänomen sein. Oui, Monsieur? Vielleicht sollten wir uns diese Sache einmal ansehen. Wie weit sagt diese Ruine entfernt? Nicht sehr weit, im Süden von hier. Wenn ihr die Stadt verlasst, könnt ihr nach, sagen wir, 10 Minuten, vielleicht nach 10 Minuten, auch dieser Teil dieser Stadt hat auf den Ruinen von Miramat gewurzelt. Sie war sehr groß, größer, vielleicht so groß wie Elem. Das scheint mir doch sehr groß zu sein. Oui, Monsieur. Wir haben bereits in unseren Büchern nachgesehen und wir haben tatsächlich festgestellt, dass es hier einige Saurologen gab, unter anderem Spectabilitas Racorium. Er hat ebenso hier geforscht, ist allerdings wieder abgereist. Es folgten trotzdem zahlreiche andere Saurologen. Seid ihr zweifelsfrei sicher, dass diese Stadt von den Echsen gegründet wurde oder noch von älteren Rassen? Nein. Wir glauben nicht, dass es sich um eine exische Kultur handelt, wie auch Racorium das wohl verneint hat. Vielmehr sind sie wohl noch älter. Wir haben einige Glyphen entdeckt, auch hier in dieser Stadt. Es scheint wohl Kuchas zu sein, aber ich kann sie nicht lesen. Wenn die Herren mir sagen möchten, wo, kann ich einen Blick darauf werfen? Selbstverständlich, ich kann euch die Stelle zeigen. Direkt am Hafen. Dort gibt es noch einige Blöcke, die nach oben ragen. Mehr als die Identifikation der Glyphen konnte ich bisher noch nicht. Es muss Kuchas sein. Und ihr denkt, die unerklärten Phänomene hängen mit der ganzen Sache zusammen? Ui, das war gerade das, was wir diskutiert hatten. Ich wollte nur noch einmal sicher gehen. Lortax? Dann würde ich sagen, wir schauen uns diese Glyphen einmal an. Und wenn ihr in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, den werten Kommandanten entzaubern könntet, der würde sich sicherlich freuen. Die anderen Leute in der Garnison auch. Das würde vielleicht unseren Stand in der Stadt verbessern. Oder? Oui, ich werde schauen, was ich tun kann. Ich bin sicher, ich bin mit eurer Expertise am richtigen Mann gelandet, nicht wahr? Ein Mann aus dem Horasreich. Oui, Monsieur. Er schiebt dir auch eine Visitenkarte rüber. Ja, ich schieb eben ein Autogramm von mir zurück. Gut. Eine von diesen Boltax-Karten, Sammelkarten. Genau. Ich weiß ja, wie es im Horasreich läuft. Stimmt, du warst ja auch da. Schütteln ja. Den Kopf. Ich habe vorhin die Kulturkunde Horasreich geklaut. Ja, was noch nicht verstanden. Das war keine Fanartikel Ruhrrecht. Das nächste Mal schiebe ich einen Umschlag über den Tisch, in dem ein Dämon gebunden ist, der mich ankündigt. Wenn wir die nächsten paar Monate hier tatsächlich bleiben wollen, dann ist es tatsächlich wohl förderlich, dass wir ihn von diesem Fluch befreien. Nun, und außerdem dieser Gestank. Das würde unseren zarten Nasen ja nicht zu Pass kommen. Trismagena lächelt milde. Nun, wollen wir uns vielleicht die Beine ein wenig vertreten? Ich denke auch. Ein bisschen frische Luft schnappen, das kann nie so verkehrt sein. Ja, außerdem uns bereits ein Bild von der Stadt machen, während die Kapitania einen Blick über die Schulter hier sicherlich in viele Verwaltungsakte eingespannt wird. Ja, während du einen Blick über die Schulter wirfst, kannst du sehen, wie Raphim wohl hinter ihr steht und so ein leichtes Vibrieren durch ihn geht. So als würden seine Konturen leicht verschwimmen und rot werden. Raphim? Geht es euch gut? Naja, ging mir nie besser. Ihr wisst, dass ich weiß, wenn ihr mich anlügt. Ja.
Möchtet ihr vielleicht mit uns einen Spaziergang machen? Etwas von der Stadt sehen, auf dem Weg ein Bier trinken. Ich werde mich euch später anschließen. Sicher doch. Ich glaube, wir sollten ohnehin bei der Frau Prajadania vorbeisehen. Und zufälligerweise hat sie sich in der örtlichen Taverne eingenistet. Nun, diese Kluft durch unsere Truppen ist nicht akzeptabel, also werde ich versuchen, hier ein wenig die Wogen zu glätten. Einmal mehr. Die Wogen glätten. Ja, Zulamin. Sogar Rafim können sich ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Na, so langsam kommt die Zwergenwitze an. Ja, so könnt ihr das Kontor von Kugris verlassen und geht in die Stadt.